Clever TV wird präsentiert von Autohaus Büsken. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Clever TV. Ja, wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Hier ist Herr Schneider wieder. Guten Morgen. Ja, genau, wir sind extra für Sie heute eine Viertelstunde früher aufgestanden, weil wir gedacht haben, komm, heute machen wir mal ein Video. Weil, man kann schon sagen, wir stehen vor einem absoluten Messe-Highlight. Das hat sich dahin entwickelt. Da haben wir gar nicht mit gerechnet, aber unser E-Mail-Eingang steht im Grunde gar nicht still. Und wir haben noch nie so viel Post von großgewachsenen Menschen bekommen. Das ist unglaublich. Ja. Also, wir hatten ja ein kurzes Vorstellungsvideo gemacht zum Caravansalon. Das war ja ziemlich am Anfang, letzte Woche. Und da hatten wir einen kurzen Abstecher hier zu unserem Flex gemacht. Und ist ein Raumwunder. Ja, sollten wir auch heute auf jeden Fall demonstrieren. Genau, wir haben uns extra nämlich jetzt überlegt, machen wir ein Flex-Video. Ja, und das Modell heißt Flex 636. 6,36 Meter Fahrzeuglänge und H3er. Im Prinzip der Runner mit Hochdach, wenn ich das mal eben einmal vorsichtig sagen darf, damit man so ein bisschen assoziieren kann. Runner, unser Erfolgsmodell, 6,36 Meter. Längsschläfer. 2,02 Meter Liegeflächenlänge auf der Kühlschrankseite und guten 1,85 Meter Liegefläche auf der Badezimmerseite. Jetzt brechen wir alle Rekorde in der Höhe. Genau. Ja. Okay, ich würde sagen, sollen wir erst drum rumgehen oder gehen wir direkt rein? Was meinst du? Wir gehen direkt mal rein. Also grundsätzlich erstmal, bevor wir jetzt hier so richtig durchstarten, der Flex ist auch eins unserer Sondermodelle, nämlich mit All-In-Paket, tolle Ausstattung, tolle Serienausstattung. Alles mit an Bord, was wir brauchen. Ne? Zum Beispiel elektrische Trittstufe, Fliegenschutztüre, Soft-Close. Demonstrier mal. Genau, hier ist drauf zu achten. Die Türe zieht sich so ran. Hast du da drauf, Lena? Da musst du ein bisschen ranzoomen dann. Hast du drauf? Ja, ich glaube, man sieht es so. Gerade gut, kannst du dir erlauben. Leichter Ansatz. Ah, jetzt war ich zu zart. Nein, da ist es schon. Ich hätte es genau. Zieht sich ran, genau. Ja, was auch mit dabei ist, ist hier die Eingangsbeleuchtung mit integrierter Regenwende und natürlich auch noch hier unsere Fahrerhausverdunklung. Da kommst du mal am besten ein bisschen zu uns. Nämlich hier an Seitenscheiben und auch hier an der Windschutzscheibe. All in. All in. Ne? Schwenktisch auch mit dabei. Im Eingangsbereich. Unser Küchenblock. Ja. Ganz neu, Vario-Küchenblock jetzt. Auch ein Highlight hier mit unserem Außenstaufach, sozusagen zugänglichen Fach, wenn Sie jetzt hingehen und so ein Fahrzeug, Sie können den ja mit Dieselheizung oder mit Gasheizung bestellen, den Wagen. Gasheizung Serie, das ist eine Kombi 4 mit 4 kW Heizleistung, 10 Liter Warmwasserboiler und zwischen 50 und 70 Grad können Sie das Wasser aufheizen. er lügt davon, ja. Ja. Genau, da war gerade mal der Ralf Rösser, der ist noch praktisch in Zivil. Hast du ihn drauf? Ja, von hinten, ganz genau, kurz. Mit Pullover und Jeans sozusagen oder T-Shirt und Jeans. Ja, ich komme noch mal drauf zurück. Also, wir haben also die Gasheizung, die serienmäßig ist, eine 4 kW Kombi 4. Und wenn Sie die wählen, dann haben Sie hier ein schönes Staufach. Sie können aber auch eine Dieselheizung wählen. Und wenn Sie die Dieselheizung wählen, haben Sie nämlich im hinteren Bereich, wo normalerweise die Gasflaschen stehen, haben wir dann einen riesigen Zusatzstauraum für Auffahrkeile oder Gießkanne. Haben viele Kunden immer darauf angesprochen. Genau. Jetzt wurde es umgesetzt. Genau. Also, Clever hört zu. Clever hört zu, genau. Ja, und dann steht hier dann natürlich die kleine Gasflasche für unser Kochfeld. Im Zuge auch direkt? Ja, wir haben neues Holz. Wir haben ja viele Jahre unser sehr, sehr erfolgreiches Holz Eiche Sonoma immer ganz vorne in den Top 10 gehabt. Und jetzt ist es ein bisschen abgeändert worden. Also es ist aber vom Grundcharakter praktisch beibehalten worden, dass es ein helles, frisches Holz ist. Toll, und Gott sei Dank. Genau, ist also im Prinzip, ist sehr schön. Die Serie weiß man ja nie, was man kriegt. Kann auch mal nicht so schön sein. Ja, aber das Datum haben wir immer. Ja. Wir waren natürlich schon so ein bisschen aufgeregt, weil wir gedacht haben, nach so ein Highlight wie Eiche Sonoma, ob wir das nochmal kriegen. Aber man kann sagen, die sind also sehr... Ja. Genau. Ja, für alle, die noch nicht so bei Clever TV unterwegs waren, wir haben eine hervorragende Qualitätsverarbeitung. Und hier filmt die Lena mal so ein bisschen nach unten.
Wir haben nämlich hier wirklich extrem stabile Komponenten. Diese Arbeitsflächenerweiterung ist besonders stabil und robust und die verdient also auch wirklich ihren Wert. Ja. Guck mal, Lena. Das sind mal Schränke. Jetzt, ne, wir sind also vielleicht einfach mal, ich bin ja 1,78 Meter, Lena. Du bist aber auch nicht sehr groß, Herr Lena. Das heilt sogar. Wir messen jetzt, wir wissen ja, ich bin 1,78 Meter und ich habe jetzt Schuhe an. Ich würde mal sagen, mit 3 cm Solo. Heute mal nicht die hohen. Genau. Also 1,81 Meter würde ich sagen mit Schuhen und jetzt messen wir mal dazu. Gucken wir mal, das sind also ungefähr 36 Zentimeter, die wir jetzt hier noch draufbrechen können. Kannst mal gucken, erst mal nochmal hier. So. Moment. Ja, hör mal, hast du aber gut. 36. Ja, ne, die addieren wir jetzt. Ne? 2,17 Meter, ne? Kann das sein? 36 plus 1, ja. Doch, das haut genau. Da haben wir also eine super Innenhöhe und ja, also wenn man einmal über 2 Meter ist, dann ist das hier top. 2,10 Meter, um genau zu sein. Steht Innenhöhe. Auf dem Schild, stimmt aber nicht. Ne, ist okay. Mehr. Ist mehr, ja. Okay, ist mehr. Ist ein bisschen da mehr. Ist das Schild falsch. Ich hatte gestern einen Kunden, der war eigentlich der größte bis dato, weil so 2,08 Meter. Ja. Paradies. Hat er so gar nicht erleben können bis dato. Ja. Das macht schon, also war clever. Ist ein Highlight. Ist ein Highlight. Ist ein Highlight, ne? Ja, und dementsprechend auch die Schränke. Dementsprechend die Schränke. Also, wenn Sie die jetzt aufmachen hier, ne, natürlich, die Klappen sind ja so groß, ne, da braucht man natürlich auch die Dämpfer. Und ja, also tatsächlich, wenn Sie in die Schränken reinschauen, da eröffnen sich unendliche Weiten und fantastischer Stauraum hier. Nämlich, die sind fast doppelt so groß vom Volumen wie bei den Normalfahrzeugen. Also wir haben jetzt hier bei diesem Flex 636 mit H3 Hochdach, wir haben also eine Außenhöhe von gut 2,90 Meter, ungefähr so, ja, kann man sagen, 2,94, 2,96. Haben wir also jetzt natürlich rund 30 cm mehr wie gegenüber dem H2-Dach. Und die finden sich im Grunde genommen in den meisten Teilen des ja. Innenraums wieder. Und Clever hat dann gesagt, Mensch, wenn's Kinder kommen, dann machen wir auch die Schränke einfach mal doppelt so groß. Und das ist aber wirklich toll. Auch, wir haben hier jetzt hier die Variante mit Schlafdach. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Soll ich halt Equipment holen? Können wir, ja, machen wir gleich. Ne? Nur nochmal kurz zur Info. Also das Schlafdach ist eine Option. Und eröffnet jetzt zum Beispiel aber auch Familien ganz neue Möglichkeiten, auch in Bezug auf die doppelte oder die Vergrößerung der Schränke aufs ungefähr aufs Doppelte. Weil wenn Sie jetzt wirklich mal mit 4 Personen verreisen, dann kriegen Sie auch Ihr Gepäck prima drin unter. Gleich gehen wir auch mal oben ins Schlafdach rein, aber wir schauen erstmal innen weiter. Toll. So, Highlight bei Clever. Ja, und alle, die Clever TV schon mal geschaut haben, die wissen jetzt, was kommt, nämlich unsere fantastische Bank. Und da sind wir ja bei Clever nach wie vor, haben wir ja sozusagen Alleinstellungsmerkmal, dass wir hier diese Bank mit dieser fantastischen Lendenwirbelstütze haben. Ich setze mich mal hier rein. So, ich sitze und ich habe Rücken. Schätzelein, ich habe Rücken. Und das ist also wirklich super. Hier im unteren Rückenbereich haben sie eine tolle Lendenwirbelstütze und die Bank ist verstellbar in 3 Positionen. Also wir haben jetzt hier jetzt die normale Position. Das sehen Sie daran, dass die Bank hier im vorderen Bereich so abschließt. Ja? Sehen Sie hier. Und jetzt gehen wir mal in die Komfortstellung. Da brauchen wir eigentlich nur die Bank ein bisschen anheben und einmal ein bisschen nach vorne ziehen. Und dann sehen Sie, hat sich das Ganze ungefähr um 3 cm verändert und dadurch, dass die Rückenlehne jetzt weiter vorkommt, haben wir auch eine Rückenlehnenneigung, die sich um 3 cm verändert. So haben Sie also auch die Möglichkeit, hier, guck mal hier im Rückenbereich, wirklich auch viele Stunden bequem zu sitzen, weil es ist ja so, wenn Sie jetzt hier Ihre Unternehmungen machen, dann kommt mal wieder so 3, halb 4. So halt, ne, von der Fahrradtour und trinkt den ersten Cappuccino, ne, mit der Bodum-Maschine zum Runterdrücken oder dem Nescafé Gold mit heißem Wasser und Pulverkaffee. Ja, was für eine Werbung. Ja, das so richtig ist. Aber weiß man nicht. Ne? Ne, war jetzt auch nicht extra gesagt. Ne? Nein. So, aber wenn Sie sowas dann trinken,
dann haben sie eben die Möglichkeit, in die Komfortstellung zu wechseln. Wisst ihr? Desto später der Abend, desto mehr die Neigung. Desto mehr die Neigung, genau. Ja, und dann kann man dann sagen, wie viel Uhr? Sagen wir mal. 7, nein, das ist ja viel zu spät. Nein, 21 Uhr. Auch zu spät. Hä? 17.30 Uhr. Urlaub. Ja, okay. 17.30 Uhr Käse auf dem Tisch, Oliven auf dem Tisch. Okay. Dann gehen wir dann eben in die Rotweinstellung einen weiter vor. So, und dann haben wir eben eine noch größere Neigung der Rückenlehne. Und ja, dann sind wir in der Rotweinstellung und dann kann gar nichts mehr schief gehen. Das ist also wirklich sehr, sehr angenehm. Und kann sogar auch kommen. Weil ich den Ort ja. Und vor allem ohne Ermüdungserscheinungen auch über mehrere Stunden. Ne? Das ist eben dann auch noch ein zusätzlicher Vorteil. Die Morning Disco. Ja, genau. An. Ja. So, hier haben wir Beleuchtung über dem Tisch. Das ist auch ganz praktisch. Eine zweite Lampe könnte man hier haben. USB-Anschluss im Rücken. USB, Lena. Guck mal hier oben. Haben wir USB, doppelte USB und 230 Volt. Optional auch unter der Sitzbank möglich mit noch einer 230 Volt Steckdose, 12 Volt und Doppel-USB. Ganz neu auch jetzt hier bei unserer Modellreihe 2023 ist das Beleuchtungselement über dem Fahrer- und Beifahrersitz. Das ist auch ein langjähriger Wunsch von unseren clever Kundinnen und Kunden, dass wir eben die Möglichkeit haben, hier auch mal eine vernünftige Leselampe zu haben. Wurde wieder viel umgesetzt. Ja. Wirklich, wurde sehr viel umgesetzt. Ja. Wir kommen gleich noch auf ein absolutes Highlight. Da gucken wir uns auch noch an, genau. Aber so insgesamt muss man sagen, scheint es tatsächlich so, als hätte der Ralf Gösser, das ist ja der Vater des Gedanken, so eine Liste. Immer mitgehört. Immer, genau. Und der wird immer einen Haken machen, umgesetzt. Ja, genau. Okay, wir gehen mal bei der Bank wieder in die mittlere, in die Komfortstellung, das ist diese. Und dann lassen wir uns natürlich nicht nehmen, auch nochmal diesen fantastischen Stauraum hier unten drunter zu zeigen. Da haben sie also sehr, sehr viele Möglichkeiten, Utensilien runterzubringen. Es ist also so, wir haben ja auch so ein Fahrzeug, wir haben ja den Runner. Der Herr Schneider hat ja eben gesagt, der Runner ist sozusagen der kleine Bruder vom Flex. Also der Grundriss ist der gleiche, aber die Höhe ist eben eine andere. Und meine Frau und ich, wir haben da diese Stapelboxen drin, diese grauen, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, aus dem Baumarkt. Und ja, da kriegen Sie 4 Stück von rein und Schuhe, Lebensmittel, richtig super. Genau. Ja, noch im Serienumfang, ab Modelljahr 2023 ist auch die Lamellentür, die haben wir hier. Und wir haben also bei unserem Flex auch noch, das ist auch eine sehr schöne Sache, das ist also auch gerade für großgewachsene Leute sehr schön durch das H3-Dach die Möglichkeit, dass man im Badezimmer auch eine tolle Bewegungsfreiheit nach oben hat. Also auch großgewachsene Personen können sich hier ganz in Ruhe der das ist für jeden schön. Körperpflege, das ist für jeden schön. Das ist für jeden schön, dass du mal die Brause über den Kopf halten kannst und nicht immer dich ein bisschen in die Hocke gehen musst. Ja, angenehm. Hast du recht. So, Toilette. Wir haben also nach wie vor unser Badezimmer hier in einer sehr, sehr geräumigen Variante. Also zählt zu den geräumigsten Badezimmern im Kastenwagen-Segment überhaupt. Und ist wirklich sehr, sehr angenehm. Lena, komm mal rein und füll mal hier, wie schön ich hier sitze. Guck mal hier, Fußfreiheit ohne Ende, Bewegungsfreiheit in den Schultern. Ja, auch wenn man sich jetzt hier einfach mal in die Dusche reinstellt, den Wasserhahn hier so rauszieht und sich einfach mal so körpernah abduscht, ist also wirklich super Bewegungsfreiheit da und sehr angenehm. Ja, packe ich das mal wieder hier rein. Fenster an der Seite ist natürlich auch Serie. Wenn Sie kein Schlafdach wählen, können Sie auch noch eine 28x28er Dachhaube fürs Badezimmer haben. Ist auch dann noch eine Option, die möglich ist. So, schließen wir das mal eben. Und die Lena kann mal gerade so ein bisschen darüber gehen. Wohin? Ja, setz dich einfach mal hier auf den Stuhl bzw. auf den Sessel. Schauen wir uns mal unser Küchenfeld an hier. Wir haben, also ich habe mal hier unsere super stabile Arbeitsflächenerweiterung rausgeklappt. Was haben wir denn jetzt hier? Gute 30 cm zusätzliche Ablagefläche und immer noch einen sehr schönen breiten Ausgangsbereich von 40 cm.
sodass er also auch tatsächlich, wenn die Arbeitsfläche ausgeklappt ist, noch bequem rein- und rausgehen können. Das ist wichtig, weil da gibt es natürlich auch andere Hersteller, die dann den Eingangsbereich damit so ein bisschen verschließen. Aber bei Clever ist eben so gemacht, dass sie trotzdem noch gut durchgehen. Ganz neu ist auch unser neues Premium-Kochfeld hier von Dometic. Und da haben wir also jetzt ein neues Rost, so würde ich es mal sagen, welches in einem ist. Früher hatten wir zwei Elemente, das ist jetzt durchgängig. Und was eben auch noch sehr schön ist, das ist beibehalten worden, dass es in einem durchgezogen ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal Nudeln kochen oder so und dann läuft das Wasser über, geht es direkt hier in den Spülbeckenbereich rein. Und da gibt es auch keine Sauerei. Auch für die Pflege schön, da kannst du direkt alles immer... Ja, ja, toll. Genau. Ja, und was geändert worden ist, früher waren die Bedienelemente für die Kochfelder ja nach unten versetzt und jetzt sind sie nach oben versetzt, sodass es also auch möglich ist, mal so, wenn hier der Topf steht, ganz bequem, dann einfach die Temperatur zu regeln. Ja, das ist auch ein Highlight bei Clever. Wir haben natürlich auch unsere Schubladen hier mit Vollauszug und auch im inneren Bereich mit 15 mm Pappelsperrholz, neunfach verleimt. Und neunfach verleimt und eben ganz normal, wie es bei Clever Tradition hat, ganz praktisch eben hier mit unserem Besteckfach, welches einfach eingelegt werden kann. Hier haben wir dann die zweite Schublade auch mit Vollauszug. Und hier haben wir dann den Stauraum für entsprechende Kleinutensilien oder Töpfe. Ich will mal messen. Also wir haben eine Tiefe von bis zu diesem Kantenschutz hier von 34 cm oben. Und unten haben wir sogar 37 cm. Die Breite hier von unserem Küchenfach ist rund 40 cm. Da kriegt man also gut auch größere Töpfe, Pfannen und solche Sachen drin unter. Neue Modelljahr 2023 ist auch unser Kühlschrank. Wir haben einen Vitrifrigo-Kühlschrank hier und das ist auch ein Kompressor-Kühlschrank. Da kann die Lena vielleicht mal reinfilmen. Das ist sehr schön gemacht und hier im oberen Bereich mit einem geräumigen Eisfach eben auch. Das hat auch eine sehr schöne Tiefe. Ich werde das mal eben messen. Die Tiefe ist hier 8 und... also was hatte ich jetzt gesagt? 28 cm, ne? Nochmal eben. Ich habe es gar nicht gesagt. Nee. 28 cm, genau. Unter dem Kühlschrank haben wir dann noch ein schönes Staufach und den herausziehbaren, die herausziehbare Kleiderstange, wo sie also auch wunderbar mal Jacken oder ähnliches aufhängen können. Jetzt muss ich ganz ehrlich eingestehen, jetzt ist das ja für mich genauso wie wahrscheinlich für die Interessenten, die gerade den Film sehen. Das hatte ich nicht am Schirm. Ja, haben wir jetzt auch beim Flex und eine super Sache. Und hier im unteren Bereich noch die Möglichkeit, das vorzuziehen, wenn Sie einfach hier mal eine Box oder so reinpacken wollen. Hier sieht man übrigens auch den Kompressor vom Kühlschrank. So, das wieder zurück. Ja. Christian, wolltest du mal zu mir kommen? Von der anderen Seite? Ja. Ja. Wir haben ja jetzt hier einen Längsschläfer bei unserem Flex. Und wir hatten ja eben schon davon gesprochen, die Liegeflächenlänge hier auf der Seite ist 2,2 Meter. Der Christian ist, glaube ich, von Haus aus ein bisschen größer. Ich komme dann doch mal rum. Nee, du kannst doch da drüber klettern. Ja, ich habe die Schuhe an. Moment. Zieh die mal aus. Ja. Also hier auf der Seite ist gut 1,85 Meter. Hier haben sie also eine tolle Liegeflächenlänge. Und der Christian zieht gerade mal die Schuhe aus. Und hier eine Gazelle ins Genau. So. Ja. Und eine schöne Sache. Also hier kann man wirklich ganz, ganz bequem liegen. Und wenn sie Nachwuchs haben und vielleicht noch eine dritte Person mit im Spiel ist, ja, dann ist das hier auch wunderbar. Wir können ja mal messen, wie viel Körperlänge hier in der Mitte möglich sind. Also hier sind wir noch mal bei gut 1,50 Meter, was auch noch dazu käme. So, guck mal. Machst du dir schon gemütlich? Nee, da guck mal, film mal hier oben. Das ist auch eine Option. Und zwar haben wir hier die
Dachventilation von Fiamma. Die können Sie also auch dazu bestellen. Und normalerweise ist hier im hinteren Bereich eine 40-40er Dachhaube. Und optional ist eben auch diese Fiamma-Ventilation da. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn sie einfach in einem Land sind, wo es ein bisschen heißer ist, dass sie dann entweder die warme Luft raustransportieren können oder auch vielleicht mal rein. Super geräumig hier. Echt. Toll, ne? Ja, guck mal, wie hoch alles ist. Fenster echt. Rechts und links sind auch möglich, oder? Fenster ja. Rechts und links sind möglich, genau. Danke für den Hinweis. Super, super. Ja, aber wirklich. Und eigentlich sogar zu empfehlen. Ja, ja, schwer zu empfehlen. Ja. Wir können auch hinten eine große Dachhaube haben, 50, 70 gibt es auch. Ja? Oh, so ein Ventilator finde ich nicht schlecht. Ventilator ist eine Alternative. Also wenn man sich die Option offen hält. Geht das auch mit dem Aufstelldach? In 50, 70 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber die Ventilation und die 40, 40er Dachhaube natürlich, genau. Glaube ich, aber das ist wieder bestimmt eine Einzelanfrage. Ja, aber der hat es ja drin hier. Ja. Hat ja geschlafen. Schlüssel. Ja. Was auch noch vielleicht zu erwähnen ist, ist, dass durch die niedrige Bettkonstruktion und auch durch die Geräumigkeit nach oben sie natürlich hier sehr viel Möglichkeit haben, sich auch zu bewegen im Bett. Ja, also ist natürlich viel angenehmer, wenn man so ein bisschen Bewegungsfreiheit nach oben hat, wie wenn man dann jetzt hier so, wenn man jetzt in so einer ähnlichen Position ist wie ich, wenn man dann eben sich hier bewegt, ist das ganz angenehm. Auch die großen Schränke wieder, genau. Das ist ein Wahnsinn. Ein Hammer. Das ist ein Hammer. Da können Sie ja wirklich fast Großfamilie haben. Ja, ist für jeden paradiesisch. Ja. Kann sich hier, jeder muss man immer so viel Gedanken machen, weil alles mitnimmt. Es nimmt einfach alles mit. Ja, also der Flex 636 ist ein echtes Highlight hier als Längsschläfer für großgewachsene Menschen, wirklich top. Und ich sehe gerade was, Lena, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erklären, weil da kommt auch in unseren Konfigurationen. Sie können ja bei uns im Konfigurator unter www.clever-reisemobile.com dieses Fahrzeug auch konfigurieren. Und eine Option ist also die zusätzliche Beleuchtung im Fußbereich überm Bett. Und vielleicht kommst du mal rum und dann schauen wir uns das mal an. Das ist also hier genau diese Lampe, die wir hier haben. Das ist sehr angenehm, weil der Schalter für die Beleuchtung an der Decke ist im Eingangsbereich. Und da der hier diese Lampe direkt neben dem oder hinter dem Kühlschrank ist, können Sie also mit einem Handgriff hier im Schlafbereich dann auch Licht zuschalten. Ne? Dann brauchen Sie nicht immer bis zum Kopfende durch. Das ist eine praktische Option. Ist dann auf der rechten und linken Seite. Ja? Schottwand ist natürlich auch mit dabei. Die haben wir dann jetzt hier. Und bevor wir gleich aufs Dach gehen, Christian, sollen wir da nochmal hinten erst reingucken? Dann nehmen wir die Leiter mit. Yes. Und dann schauen wir uns auch nochmal das Schlafdach an. Moment mal, der Christian hat die Stufe. Ja. Guck mal, Lena, vielleicht nochmal einmal hier. Wir haben also hier auch ein ganz fantastisches Schrankfach hier oberhalb. Und mit einer wirklich unglaublichen Tiefe. Gehen wir gerade mit dem Messdingsbums hin. Also von mindestens 55 cm und eine Höhe hier von 40 cm an der höchsten Stelle. Dann über die gesamte Fahrerhausbreite steht uns das zur Verfügung. Und da können Sie wirklich ganz, ganz easy Jacken und Utensilien, Schirm und Mütze und Handschuhe für 4 Personen mindestens unterbringen. Für 2 sowieso und für 4 auf jeden Fall. Ja. Da bist du schon wieder, genau. Gehen wir mal nach hinten. So. Jetzt können wir noch mal wirklich in die unendlichen Weiten unseres Flex reinfüllen. Mal rein. Das ist schon toll. Ne? Hier im unteren Bereich haben wir dann den Stauraum. Und ich nehme auch mal mein Maßband zur Hand und messe mal bis hier zu diesem Versorgungskanal. Da ist es tatsächlich so, dass wir hier ungefähr bis 1,59 Meter an Ladefläche Länge zur Verfügung haben. Wenn wir den Versorgungskanal dazu nehmen würden, wären wir eben bei 2 Metern, weil ja das Bett bis zum Kühlschrank 2,2 Meter ist, ist das die logische Konsequenz. Die Breite hier ist ungefähr 75 cm und das ist ideal geeignet, um Tisch und Stuhl unterzubringen.
Wir haben da zufällig so ein Set bei uns in der Firma, da können Sie sich dann mal anschauen. Und ja, also der Laderaum ist toll. Zufällig. Die Höhe ist bis unterkante Lattenrohr, also unterkante Alugestell vom Lattenrohr, rund 54 cm. Und wenn man bis zum Lattenrohr hochgeht, sind wir bei 60 cm. Also auch, wenn es da mal ein bisschen höher sein muss, kein Problem. Hier im Nebenbereich ist dann der Stauraum, den Sie haben oder bekommen, wenn Sie eine Dieselheizung bestellen. Die Dieselheizung ist eine 6 kW Heizung, also 2 kW mehr. Und die gibt es dann auch als Diesel-Elektro. Das ist dann der Plan B. Allzeitbereit. Allzeitbereit, ganz genau. Ja. Übrigens, Elektrofunktion ganz schön, wenn Sie das Fahrzeug bei sich zu Hause stehen haben und bevor Sie dann durchstarten in Ihren Urlaub, haben Sie eben die Möglichkeit, auch mal schon mal 2 Tage vorher oder so den Stecker in die Steckdose zu stecken und das Fahrzeug schon mal von innen so aufzuheizen. Wenn Sie sich dann reinsetzen und losfahren, haben Sie direkt schon so eine Wohlfühltemperatur. Das ist ganz schön. Ja. Hier drunter befindet sich jetzt noch ein Stauraum und den schauen wir uns auch noch mal an. Das ist ganz easy, da können wir das Kuschelkissen sozusagen wegnehmen. Wir machen das Lattenrost hier zusammen. Guck mal, hast du? Und die Leute hier, das kann man also ganz easy hier so reinschieben. So, und dann nehmen wir das einfach mal so ein bisschen nach oben hier und machen hier mal die Klappe auf. Und filmen einmal rein. Genau. So, die kannst du mal von vorne aufmachen, die Klappe. Wunderbar. Und das ist also auch sehr gut geeignet, zum Beispiel für Auffahrkeile oder auch eine Kabeltrommel oder eine Gießkanne oder vielleicht auch mal einen Schlauch. Ja, wenn man mal alles zusammenzieht, sowieso finde ich, ist das hier ein Stauraumparadies. Da kann man wirklich nicht anders sagen. Nee. Vorne dieser rote Deckel, der ist dafür da, um den Frischwassertank zum Saisonende mal einfach ein bisschen sauber machen zu können. Ja, da können Sie dann einfach mit dem Zug mal durch den Tank wischen, um alles trocken zu machen, damit auch der letzte Rest an Feuchtigkeit sozusagen raus ist. So, und hier auf der Seite haben wir dann nochmal den Zusatzstauraum. Hier können dann Sachen rein, die Sie vielleicht nicht ganz so häufig benötigen. Und im vorderen Bereich haben wir dann die Truma Kombi 4 Heizung, beziehungsweise hier in dem Fall, weil es ja eine Dieselheizung ist, die Kombi 6 mit dem 10 Liter Warmwasserboiler, den Sie digital einstellen können über unser digitales Bedienelement für die Heizung. Können Sie praktisch auch wie so eine Zeitschaltuhr steuern und Wohnraumtemperatur und Wassertemperatur programmieren. So. Ja, und jetzt gehen wir mal ins Dach. Ich würde sagen, das ist einmal. Das wird Zeit, genau. Wir schauen mal, also wir haben jetzt hier auf der Messe extra das Dach eigentlich nicht zugänglich, weil das ist ja immer so eine Sache der Aufsichtspflicht sozusagen. Und das ist ja auch ziemlich hoch. Und ja, wir gehen jetzt mal nach vorne. So, ich nehme mal die Leiter an. Sicher. So, noch eine Variante höher. So, dass Ihnen auch nichts passiert. So eine Leiter, wie wir sie jetzt hier haben, die ist dann natürlich mit im Serienumfang. Und es ist jetzt so, wenn Sie das Fahrzeug bekommen, haben Sie die Möglichkeit, die Leiter oben an zwei Stellen einzuhängen, zu befestigen. Jetzt in dem Fall haben wir es nicht, weil wir ja hier die Messevariante haben. Und ich würde sagen, Christian, du gehst mal vor, ich halte fest. Ja, das hätte ich gehabt. Ja, prima. Haben wir den Salat. Ja. Immer wieder dasselbe. So, einfach mal so und dann mit dem Pops auf die Liegefläche setzen. Ja, ja. So. Genau. Bis da oben, wohl? Ja. So, ich gehe jetzt mal hoch. Ja. Also, Christian, was meinst du, fast wie Bergsteigen hier, oder? Das ist schon. Also, hier oben würden meine Kinder schlafen. Ja. Also, normalerweise ist das ja alles hinzukriegen, aber man hat ja auch manchmal schöne Abende.
Und dann hätte ich hier oben Hausverbot. Hier käme ich nicht hoch. Ja, weil die Aussicht ist natürlich sensationell. Sensationell, ja. Ja, ich komme mal dazu. Schaffst du das denn? Ja, ich schaff das schon. Den dann sicherst du ihn. Ja. Nee, brauch mich. Ich muss auch mal. Okay. So. Ich bin da. So. So. Na, da sind wir. Da sind wir. Warte mal, ich nehme mal an. Sicher. Kommst du, willst du auch mal hochkommen? Nee, um Gottes Willen, mit der Leiter. Um Gottes Willen, Lena ist ja mindestens fast genau. Ja, aber ist natürlich schon so, dass das mal schön wäre, wenn man jetzt mal da nach hinten filmen könnte. Ja, kann man doch. Ach, du, hast du? Ja. Okay. Okay. Weil also, wir reden hier von überall ewige Weiten, ne? Unendliche Weiten, genau. Und also ich sage Ihnen eins hier, bei unserem Flex 636 mit H3 Hochdach, da reden wir nicht mehr über die Zugspitze. Da reden wir über den Mount Everest. Also das ist Highlight, ne? Das ist wirklich Hammer. Und der Ralf Gösser, der Vater des Gedankens, der hat nämlich auch gesagt, dass das Material hier, wo dieses Schlafdach draus produziert ist, dieses Stoffmaterial, 1:1 das Material ist, wo Reinhold Messner auf der Zwischenstation im Himalaya wirklich... Das kann alles gegen ihn verwendet werden. Ja. Ich glaube, das hat er nicht ganz so ausgedrückt. Doch, das hat er genauso gesagt. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob er das ernst gemeint hat. Aber man könnte... Ja. Gefühlt ist es so. Gefühlt ist es so. Ich kriege jetzt eine Nackenstarre. Ja, okay. Wir kommen auch wieder runter. Andere Highlight machen wir gleich bei dem, also die Beleuchtung, wenn du gerade noch eben einmal auf die Beleuchtung gucken kannst. Wir haben jetzt hier oben Licht. Das hatten wir vorher nicht. Kannst du es sehen? Die LED-Lichtleiste, die rundumlaufende, die gehört auch mit zur Serie. Ja. Ne? Und es gehört auch noch etwas zur Serie, was aber jetzt hier noch nicht vorhanden ist. Da gehen wir jetzt also nicht zur Serie. Wir müssen gestehen, also im Prospekt steht drin, dass wir sogar noch eine USB-Steckdose haben, aber die haben wir noch nicht gefunden. Nee. Und wir kommen auch runter. Ich sehe gerade, die Lena, die ist gerade wirklich am Limit. Ja. Das ist, weil das so hoch ist. Die Lena ist nicht ganz so groß, das war mit dem Film nicht so einfach. Ja, ich bin ja nicht so groß. So, stimmt. Also wir machen das so, ich gehe jetzt mal kopfüber zuerst. Nein. Lena, hast du eine kleine leichte Sicherung? Nein, wir brauchen keine Sicherung. Ich habe alles im Griff. Ich habe meine... Fuß hier stehen. Boah, das ist wirklich hoch, ne? Ja, aber alles easy. So, gucken Sie mal, da bin ich schon wieder unten. Der Christian, der ist so ein bisschen so ein Ängstlichen. Ich halte mal fest. Ich habe jetzt so mit der Höhe. Ja, ja. Aber man kann auch sagen, ängstlich. Soll ich mal deinen Fuß führen, Christian? Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Da geht. Aber ist schon... keine Herausforderung. Blödsinn. Nein. Bisschen ungewohnt. Einfach nur ungewohnt. Ja, aber jetzt ist ja so, jetzt sagen die Leute, es gibt ja bestimmt auch welche, die sagen, Menschenskinder... Wir hätten zwar gerne dieses Familienfahrzeug, ne? Dreh dich mal um, dass die Leute wieder dein wunderschönes Gesicht sehen. So, jetzt gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, Menschenskinder, das ist ja alles schön, aber wir wollen ja eigentlich gar keine 6,36 Meter. Ne? Jetzt haben wir die ganze Zeit über 6,36 Meter gesprochen, weil das ist natürlich ideal für großgewachsene Menschen. Und wir haben jetzt ja auch die Familienversion sozusagen kurz erwähnt, eben, dass man sagt, hier kann man auch prima mit 4 Personen mit verreisen. Es gibt aber Leute, die auch unter 2 Meter sind. Ne? Ja. Ne? Also ich sag mal so, auch vielleicht so bis zu 1,90 Meter, weil da ist die normale Variante ja auch der Betten. Da sind wir bei den Querschläfern bei 1,93 Meter sogar Liegefläche. Und was sollen wir Ihnen sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Auch da haben wir eine Lösung. Guck mal an, Christian geht vor. Da sind wir nämlich schon, nämlich bei unserem Maxivan 600. Vom Konzept ist der Maxivan 600 genauso wie der Flex 636. Also diese unendlichen Stauraummöglichkeiten, die wir bei dem Fahrzeug haben, durch die höhere Dachhöhe und praktisch die Verdoppelung der Oberschränke. Und hier haben wir das Ganze auf 6 Meter mit einem Querbett. Und da gucken wir mal von hinten rein. So, hier haben wir jetzt die Liegeflächenlänge von 1,93 Meter. Genau, 1,93 Meter mal Breite 1,40 Meter. Ja. Genau, bis zur Türe. Und die Matratze ist ein bisschen kürzer, aber wenn Sie die Türe anlegen,
dann geht ja praktisch die Möglichkeit des Kopfkissens noch hier in die Aussparung rein. Wir haben hier auch etwas mehr Höhe des Stauraums und noch ein bisschen mehr Breite. Hier sind wir bei einem Meter knapp, also 99 Zentimetern und in der Höhe bei rund 70. Und das ist eben eine Alternative nochmal für diejenigen, die, ja, kann man sagen, mit einem kompakteren Fahrzeug gut zurechtkommen und keine Liegeflächenlänge von 2 Meter brauchen. Davon kann man es eigentlich ausmachen. Ne? Ja, genau, darum geht es. Querschlafen oder Querschlafen. Wer querschlafen kann, der bekommt 6 Meter mit allem. 6 Meter für Familie. Ne? Wir haben auch gerade gesehen, wir hatten noch den Zusatzsitz vorne, vor dem Küchenblock. Den können wir uns noch mal kurz anschauen. Ja. Den hat man bewusst hier auf der Messe mal ausgestellt, aber das ist auch möglich. Genau. Hatten wir auch schon in unserem Kurzvideo mal kurz. Da haben wir also die Variante so. Und da haben wir jetzt 5 vollwertige Sitzplätze. Das Schöne ist, der Sitz ist hier mit den Schnellverankerungen im Boden befestigt. Und selbst wenn Sie jetzt keinen Bedarf für 5 Sitzplätze haben, ist der im Handumdrehen auch raus, sodass man eben dann ein klassisches 4-sitziges Fahrzeug hat. Der Unterschied ist, dass das Kochfeld etwas kompakter ist. Eine Kochstelle mit Spüle anstatt 2. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen, Christian? Ja, ansonsten könnte man hier den Beifahrer-Doppelsitz wählen. Den Beifahrer-Doppelsitz, genau. Wenn man das hier nicht haben möchte, wenn man den verkürzten Küchenblock, der ja auch ein Manko mit sich bringt, unter Umständen, wenn man gerne kocht, wenn man das nicht so haben möchte, dann nimmt man einfach eine Doppelsitzbank vorne und schon haben wir wieder unsere Sitzplätze. Ja, die haben wir sogar da, die Doppelsitzbank. Die haben wir auch gezeigt. Sollen wir da mal nochmal hingehen? Ja. So. Ja. Ich würde aber gerne, bevor wir jetzt da hingehen, ja. Also, viele Interessenten... Viele Interessenten bei dem Schlafdach hatten damals bei Clever sich gewünscht, dass wenn sie das Fahrzeug haben und die Dachhauben ja im Prinzip wegfallen, wir ja wenig Licht haben in dem Fahrzeug, dass es vielleicht möglich gemacht werden kann, in dem oberen Schlafdach eine Dachhaube zu installieren. Also so eine Lichtkuppel, ne? Eine Lichtkuppel, jawohl. Damit auch, wenn das Schlafdach drauf ist, die Möglichkeit besteht, dass mal Licht reinkommt. Wie ich es oft erwähne, Clever hört zu. Und auch hier ist was passiert. Die ist sogar zum Öffnen. Immer rein, ich glaube, von außen sieht man es auch schon. Ja. Ja, genau, da sieht man es. Ja. Christian, kannst du ja nicht mal hochspringen. Da mal den Kopf rausstrecken, sozusagen. Ja. Nee, ja. Also das ist schon richtig cool. Aber Lena, komm doch mal rein und halt mal hier hoch. Natürlich. Das ist echt ein Highlight. Also muss man sagen. Also wir haben sie jetzt endlich. Das ist jetzt konstruktionsbedingt möglich, auch zwischen den Griffen eine Dachhaube zu montieren. Und das ist jetzt auch in dem neuesten Modell ja eine Variante, die mit zum Schlafdach gehört. Serie. Genau. Serie. USB-Anschluss, LED-Lichtleiste als auch die Dachhaube ist jetzt im kompletten Umfang bei dem Schlafdach mit dabei. Genau. So, ja, jetzt sollen wir uns die Doppelsitzbank nochmal anschauen nehmen? Sollten wir machen. Okay. Gibt es nicht so viele Hersteller, die das anbieten, 5 Sitze? Genau, also 5, dann hätten wir ja theoretisch sogar 6. Aber da müssen sie natürlich auflasten, ne, weil dann wird es mit dem Gewicht auch schwer. Ja. Dann gehen wir mal gerade darüber, hier über unseren wunderbaren Stand. Also wir haben jetzt hier natürlich wirklich dieses Jahr in Düsseldorf sozusagen so ein kleines Neuheitenfeuerwerk. Und gucken Sie mal, wir haben jetzt hier alleine, die Lena, die filmt mal gerade hier rüber, alles unterschiedliche Varianten vom Celebration von unserem 6-Meter-Fahrzeug. Machen wir noch einen Film drüber. Und wenn wir jetzt hier durchgehen, gehen wir direkt zu unserer Doppelsitzbank. Ja. Ja, hier haben wir übrigens auch mal das ganz interessante aufpreispflichtiges Holz. Das ist jetzt hier die Holzvariante Bianco mit den Oberschrankklappen in Ahorn. Das ist eine CPL-Beschichtung. Wer es also etwas heller noch mag als unser neues helles Ahornholz, der kann es auch noch heller haben. Ja. Und wenn Sie erlauben, auch einmal hier. Wir schwenken da auch mal eben einmal an den Ledersitzen entlang. Das erste Lederdesign. Ja, da haben wir also jetzt hier grau mit einer Designsteppung. Und das ist also auch was ganz Hochwertiges. Sehr angenehm, wer eben Leder möchte. Es gibt nach wie vor verschiedene Stoffvarianten. Ich glaube, wir hatten das in dem letzten Video schon gezeigt. Rote Leder. Das rote? Ja. Aber noch einmal eine andere Variante, wenn wir gerade sowieso auf dem Weg sind zum Beifahrer-Doppelsitz. Genau.
Das ist dann schwarz, aber was hier bei dem Fahrzeug noch interessant ist, das ist Blackline. Und wir haben jetzt hier Blackline, das heißt Arbeitsplatte der Küche und Tisch in Anthrazit. Profilleisten hier oben auch in Anthrazit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Für die Familien ist es auch schon mal interessant, wenn die Kinder so ein bisschen Distanz während der Fahrt haben. Und es gibt auch die Einzelpilotensitze hier auf dieser Seite des Tisches. Da sitze ich gerade drauf. Und die sind dann so, dass sie auch jeweils hier eine Armlehne haben. Und die sind dann auch verstellbar um einige Zentimeter, ich glaube es sind 8, dass sie die Sitze auseinanderfahren können und dass dann jedes Kind auch einen wirklichen Einzelsitz hat. Schön mit Armlehne. Die Armlehne ist natürlich auch wichtig, damit wir da, ich sag mal, so ein bisschen Distanz zwischen den einzelnen Personen haben. Kennen wir ja aus dem Flugzeug. Kennen wir aus dem Flugzeug, genau. Das ist leider Gottes da nicht möglich. Ja, so, dann schauen wir jetzt die Beifahrer-Doppelsitzbank an. So, hier haben wir sie. Die ist jetzt in einer recht steilen Variante, so wie sie jetzt hier so zu sehen ist. Man kann die Rückenlehnenneigung verändern. Das machen wir mal gerade. Hier an der Stelle. So. So haben sie eben die Möglichkeit, hier auch ganz bequem zu sitzen. Und um die drehen zu können, müssen wir uns aber so ein bisschen arrangieren. Da müssen wir die Bank nach vorne legen, die Rückenlehne. Und dann haben wir hier so ein Pedal. Schau mal hier. Das können wir treten und dann können wir die Bank ganz easy drehen. Ah, super. So. Toll. Voilà. Jetzt hätten sie also hier tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn dann hier noch der andere sitzt. Setz dich doch mal mit dem Christian mal da drauf. Der Christian, ja, das möchte ich, können wir sofort dabei erwähnen, ist für zwei Erwachsene nicht gedacht. Ist die Doppelsitzbank ist für einen Erwachsenen und für einen Heranwachsenden oder eben für zwei Kinder, ja, oder zwei Heranwachsende, aber nicht für zwei Erwachsene. Genau. Dann würden wir jetzt auf Tuchfühlung gehen und auch wenn wir uns lieb haben, aber so weit geht es nicht. Also es ist tatsächlich so, ist ein Familienfahrzeug, also vorne mit dem Fahrer und diesem sitzt zwei Erwachsene plus ein Kind und dann hinten bis zu drei Kinder oder drei Erwachsene. Jawohl. Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's. Das war jetzt in erster Linie mal unser Flex 636, unser Raumwunder für großgewachsene Personen oder idealer Familienvan in Kombination, ne, mit Schlafdach. Und wir haben auch mal uns kurz den Maxi-Van angeschaut, die kleinere 6-Meter-Variante als Querschläfer. Und alles finden Sie auf unserer Website unter www.clever-reisemobile.com. Ihren neuen Traumclever können Sie konfigurieren in unserem Konfigurator. Wir schicken Ihnen dann gerne auch mal eine Aufstellung zu. Oder Sie rufen den Herrn Schneider oder mich an. Wir haben eine Hotline 02 336 47 9165. Genau, und hier für diejenigen, die uns auf der Messe erreichen wollen, haben wir noch die 69 als Durchwahl. Ja, das war's. Lena, vielen Dank und wir sehen uns. Perfekt. Und freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf in unserer Firma in der Nordstraße 19 in Schwelm. Tschüss! Clever TV wurde präsentiert von Autohaus Büsken.